Seminar mit der Klasse 12 beschäftigt sich heute mit dem Thema der stochastischen Unabhängigkeit und der stochastischen Abhängigkeit. Dazu haben wir zwei Beispiele. Erst einmal ganz allgemein. Wir gehen aus von zwei Ereignissen A und B. Diese beiden Ereignisse heißen stochastisch unabhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A gleich der Wahrscheinlichkeit von B ist. Beziehungsweise, wenn die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B gleich B von A gilt, dann Wahrscheinlichkeit von A. Wenn diese beiden Gleichungen gelten, dann sind diese beiden Ereignisse stochastisch unabhängig. Sind zwei Ereignisse A und B stochastisch unabhängig voneinander, so gilt der sogenannte Multiplikationssatz, der ja da lautet, dass die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten mit B gleich dem Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist. Also P von A geschnitten B ist P von A mal P von B. Gilt, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit, also P von B unter der Bedingung A, ungleich P von B ist, oder die Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung auch ungleich P von A, dann sind die Ereignisse A und B stochastisch abhängig. Stochastisch abhängig. Jetzt gehen wir mal zu dem ersten Beispiel. Hier, da heißt es, eine Schule von 1036 Schülern und, was haben wir, eine Schule von 1036 Schülern wird besucht, richtig, von 560 Jungen und 476 Mädchen, 125 Jungen und 105 Mädchen tragen eine Brille und wir fragen jetzt, hängt das Sehvermögen der Schüler vom Geschlecht ab? Hängt das Sehvermögen vom Geschlecht ab? Kann man eigentlich schon gleich zu Anfang sagen, dass das sicher nicht der Fall sein wird. Aber wir sehen es uns hier nochmal mathematisch an. Wir nennen das Ereignis B, dass die Schüler tragen eine Brille. Und das Ereignis, was habe ich hier geschrieben, M, Schüler ist ein Mädchen. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit von B, also die Wahrscheinlichkeit dabei, dass ein Schüler eine Brille trägt, da hatten wir 230, bezogen auf die Gesamtmenge der Schüler, sind 1036, das ist angenähert 0,222 und das sind 22,2%. Wenn ich jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeit betrachte, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ein Schüler eine Brille trägt unter der Bedingung, dass es ein Mädchen ist, dann haben wir aufgrund der Werte 105 durch die Gesamtzahl 476, das waren hier unsere, die Anzahl der Mädchen, und auch das ist ein angenäherter Wert von 0,221, das sind rund 22,1%, also die stimmen überein. Damit ist die Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung M gleich P von B, also die Wahrscheinlichkeit für das Tragen einer Brille hängt nicht vom Geschlecht ab. Das war eigentlich vorauszusehen. Aber man hat es hier nochmal bestätigt. Wir haben dann noch ein zweites Beispiel. Jetzt müsste die Kamera hier ein bisschen rüberfahren. Haben wir das, Jonas? Ja. Da heißt es, eine Umfrage unter den Eltern der Schüler aus dem Beispiel eben ergibt, dass bei 230 Schülern beide Eltern Brillenträger sind. In 70 dieser Fälle trägt der Schüler ebenfalls eine Brille.
Und jetzt wird gefragt, ist das Sehvermögen der Schüler von dem der Eltern abhängig? Wieder unsere Lösung. Wir haben die Ereignisse B, Schüler trägt eine Brille, und B, beide Eltern tragen eine Brille. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit von B, also dass ein Schüler eine Brille trägt, da muss ich hier die Mädchen mit den Jungen addieren, das sind insgesamt 230. Die Gesamtzahlen waren wieder 1036 und den Wert hatten wir ja eben auch. Der liegt wieder bei 22,2%. Wenn ich jetzt allerdings die Wahrscheinlichkeit von den Brillenträgern unter der Bedingung, dass die Eltern auch eine Brille tragen, ausrechne, also die bedingte, dann haben wir 70 durch 230. Und das ist ein Wert von angenähert 0,329. Ja, und das sind 32,9. Und diese beiden Werte sind natürlich signifikant voneinander verschieden, Jonas und Nico. Ne? Und damit kann ich sagen, das Sehvermögen der Schüler ist, wir haben es nochmal gesagt, tatsächlich vom Sehvermögen der Eltern abhängig. Das ist also eigentlich klar. So, das Beispiel hatten wir. Dann haben wir jetzt sowohl zur stochastischen Abhängigkeit als auch zur stochastischen Unabhängigkeit ein Beispiel berechnet. Das ist durchaus wichtig. Es ist möglich, dass im Abitur bei der Problematik der Stochastikfrage nach einer solchen Abhängig- bzw. Unabhängigkeit gefragt wird. Jonas, machen wir Schluss für heute, ne? Bis hierher.